Hallo und herzlich willkommen zu einem Angespielt von Transport Fever 2. Ja, ich habe das Spiel mir geholt direkt nach der Release, also 11. Dezember 2019. Und ja, das Spiel läuft nicht gut auf meiner Grafikkarte scheinbar oder auf meinem PC. Ich habe leider nicht so gute Einstellungen und deshalb kann ich leider keinen Let's Play machen. Aber ich kann euch immer wieder ein bisschen zeigen. Also ich mache mehrere Parts angespielt, eventuell, wenn es gut ankommt, sogar viele Parts. Und ja, ich habe eine Welt gemacht im Sandbox-Modus. Und dort zuerst einmal 1:3 gemacht. Aber die Map hat so unspielbar geleckt, weil sie so groß ist. Jetzt habe ich eine 1:1 Map mit, ich glaube, vielen, ja, hier, also in der kleinen Map, habe ich viel genommen. Industrien und Städte. Und läuft, ja, es ist ein bisschen schwer noch am Anfang. Man hat wenig Einkommen und trotzdem, ja, große Wege und teure Wege. Es ist noch ein bisschen schwer in der Zeit, wo ich gespielt habe, in ungefähr 15 Jahre jetzt, von 1850 auf 1865. Ungefähr so. Ich habe jetzt das nicht mehr so gut im Kopf. Schauen wir mal rein. Aber sonst ist das Spiel eigentlich sehr gut. Also die Grafikqualität ist jetzt bei mir nicht so hoch, weil sonst das die ganze Zeit immer wieder so kurz, ganz langsam wird und dann wieder schnell. Und ja, die Ladezeiten sind relativ hoch. So, was ich gemacht habe, ist hier das Brot. Ja. Ich kann, also es gibt einen Bug, wo man nicht die Kamera bewegen kann. Leider. Hier habe ich natürlich die Städte ein bisschen verbunden. So, also ihr seht, es leckt relativ viel. Ist manchmal echt fast unspielbar. Wieso ist es rausgekommen, wenn es noch nicht fertig ist, liebe Entwickler? Ich verstehe es nicht. Hier habe ich die Steinindustrie gemacht und die macht hohe Verluste, weil ich einfach nicht so ein gutes Warnkreislaufzeug habe, weil die Autos, also die Lastwagen, sehr langsam fahren. Also sind ja noch nicht mal Autos, sind ja Pferdegespanne. Und der Zug einfach mordsviel kostet. Wieso kostet ein Zug, der 1850 verfügbar ist, so viel, dass er kein Einkommen einbringen kann? Okay, ein bisschen Einkommen, aber das ist viel zu wenig. Und das revidiert sich dann immer wieder, wenn er zum Beispiel hier dann wieder ist, auf die Seite hier wieder hingeht. Dann ist der Minus. Ja, jetzt ist schon wieder bei 13 unten. Es geht so schnell. Es ist einfach, das Spiel ist halt noch nicht durchgekaut. Die Entwickler müssen da noch viel mehr machen. Aber es macht Spaß. Zum Beispiel diese Stadt, nie gewachsen. Die Stadt hat wirklich kaum Wachstum. Es ist immer bei Doppelminus. Und das heißt, es tut jetzt momentan sich sogar verschlechtern. Und das ist natürlich auch nicht gerade so toll. Also wird man gezwungen, 1950, sondern 1850 zu starten, oder ich weiß es nicht. Sorry für den Hate, aber ich finde das Spiel ja sonst eigentlich sehr gut. Also, und ja, hier habe ich meinen Wohnsitz. Ja, ist leider mit der Kamera auch noch nicht so gut. Und hier ja, mache ich wenigstens 100 Gewinn, aber man muss sehr lange warten. Was wir machen können, ist hier die Zeit, Datumsgeschwindigkeit mal auf 1:2 oder 2 machen, okay. Und dann mal schauen, ob ja, bald mal endlich andere Autos kommen, also Lastwagen kommen. Weil, ja, Pferde sind halt sehr langsam und kosten halt viel. Ja, muss auch ein bisschen draus kommen, weil ich nicht irgendwie... Ah, ich muss hier unten auswählen, genau. Ich habe nur die zwei Fuhrwerke hier. Also Pferdefuhrwerk und Postkutsche. Und sonst nichts. Bei den Zügen habe ich neue bekommen. 1862. Und der da, der Borsig. Okay. Ah, jetzt werden wieder neue Häuser gebaut. Ist es ein Bug? Ich habe nämlich recht lange gespielt gestern Abend noch.
Und da kamen keine Gebäude und jetzt kamen wieder zwei Gebäude. Oder einfach zu wenig also zu wenig Waren geliefert, dass da einfach die Leute nicht größere Geschäfte und so bauen wollen oder Häuser. Keine Ahnung. Aber sieht schon cool aus, aber eben, ich kann meistens gar nicht so richtig schauen, weil es immer laggt, wenn man die Kamera bewegt. Und ja, die Grafik ist eigentlich ziemlich interessant, also sehr detailliert alles. Ich finde es wirklich schön. Oh, man kann sogar ins Gebäude rein. Hey, cool! Das konnte ich im ersten Transportfieber noch nicht. Das haben sie gut gemacht. Eine gute Neuerung für ein besseres Spiel. Ja, es warten halt überall recht viele Personen, aber ich kann nicht hunderte von Autos kaufen, also Pferde kaufen. Die haben so ein großes Einkommen. Und irgendwie sind die Fabriken auch noch ein bisschen langsam in der Produktion. Die meisten fahren leider ohne, ja, ohne Stein, nicht mal Siegel eingeladen. Fährt einfach dann auch hier hin und wieder zurück, sondern einfach nochmal wieder zurückgehen und nochmal Stein holen. Und die verschiedenen Wegsysteme und so sind nicht automatisch. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Auto kaputt ist, dann wird es nicht repariert. In jedem Spiel werden eigentlich die Autos dann repariert automatisch, aber in diesem Spiel noch nicht. Und das tut dann auch schon noch ein bisschen weh. Weil, ja, die sind jetzt auch schon 10 Jahre alt wahrscheinlich. Und jo. Der ist jetzt 3 Jahre alt, weil ich nachgekauft habe, damit es schneller geht mit den Waren. Was haben wir denn hier? Ja, kann ich hier schauen, aber an der Stadt. Was haben wir denn hier? 20% Versorgung. Wie soll man das 1864 schon hinkriegen? Die Stadt kann nicht wachsen. Es ist einfach zu wenig. Also, das Spiel ist nicht balanciert. Also schon balanciert, aber viel zu wenig in manchen Sachen. Ist leider schade. Also, ich liebe das Spiel jetzt schon. Aber Kritiken müssen halt, also diese Sachen müssen halt ausgemerzt werden, diese Problematik. Und das können sie nicht machen, wenn sie das Spiel viel zu früh rausbringen und gar kaum noch kaum Patches bringen. Weil scheinbar haben sie das Game noch nicht gepatcht. Das ist jetzt der 13. Ja, also in 2 Tagen kein Patch rausgebracht oder vielleicht nur ein kurzer Hotfix, den sie nicht schreiben. Aber ja, die müssen vorwärts machen, liebe Leute. Liebe Entwickler, ihr müsst halt das Spiel dann rausbringen, wenn es fertig ist und nicht, wenn es im Alpha-Status ist. Jo. Ich würde jetzt sogar gerne ein bisschen zeigen, aber ja, ich habe zum Beispiel hier kein Öl. Ich habe nur die Ölquellen, die so Fässer machen und ich muss das irgendwie in Öl umwandeln. Wo haben wir denn? Da. Ich müsste so von hier runter oder von hier da und dann dorthin. Wird halt schwer noch, wenn ich nicht so viel Geld habe. Okay, jetzt habe ich schon bald wieder ein bisschen mehr Geld. Haben wir denn hier irgendwo Öl? Also dieses Heizteil. Man sieht nicht die Bahn, wie sie heißen. Man sieht nur Symbole. Wir haben kein. Also das ist das nächste. Nein, das hier ist das nächste. Okay. Was sollen wir denn machen? Da, da und dann da. Okay, dann machen wir das mal. Ja, das ist relativ gut. Ich sollte eigentlich mit Zug machen. Ich weiß nicht. Man sieht auch kaum etwas. Das Preisschild ist einfach im Weg. Also hier eine Station und dort da hinten. Nein, beides ist eine Station. So. Dann eine Linie. Von hier nach hier. Mehr Wege würde ich nicht machen insgesamt. Also immer nur eins, zwei und nicht noch einen dritten.
zum anderen. Das dann separat machen von hier nach dort zu den anderen. Also, dann müssen wir das Depot auswählen. Und dann haben wir die Linie. Wieso kann ich sie kaufen? Hä? Ah, ich muss die Linie wegmachen. So. Auf Linie 1. So. Ja, es ist ein bisschen komplizierter geworden. Aber gut. Jo. Die Musik stört mir ein bisschen, sorry, wenn sie leise ist bei euch. Aber es ist so Doodle-Arcade-Musik, das mag ich nicht so. Die Qualität ist nicht so gut. Also jetzt hier hin. Jetzt müssen wir einen Weg dort hochbauen. Machen wir doch am besten hier entlang. Aber was gut ist, ist eigentlich dieses relativ entspannte Bauen und so. Wäre einfach gut, wenn man da auch die Straßen noch ein bisschen besser machen könnte. Ich habe die falsche Straße genommen. Ich möchte natürlich die andere Straße nehmen. Ja, und ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Nicht einzeln die Straßen abreißen, sondern mitziehen. Wäre nicht schlecht. Ja, es lebt einfach an Kinderkrankheiten noch, weil das Spiel einfach zu früh rausgekommen ist. Ich warte lieber längere Zeit als verpackte Spiele zu bekommen. Wir machen das hier auch, ja. Weil dann sind wir den anderen nicht im Weg. Oh ja, einen schönen Bogen. Sehr schön, das liebe ich. Und zu wenig Geld. Wir müssen kurz warten. Oder nochmals. Ja, wir müssen abwarten, bis wir da Autos holen können. Jetzt geht wieder die Steuerung nicht. Ich muss immer rechts klicken, damit die Steuerung, also die Kamera sich bewegt. Es ist einfach viel zu langsam. Also ich würde gerne, ja, kürzere Wege einfach haben. Weil ich gerne auf normaler Geschwindigkeit spiele, damit ich ein bisschen Zeit habe, bis wieder neue Fahrzeuge kommen. Jetzt haben wir jetzt eine 1865 und es geht halt immer noch relativ langsam. Ach, wir machen ein bisschen schneller. Weil ich spiele nicht so gerne, wenn alles schnell geht. Und ja, hier vielleicht Ampeln hinbauen. Können wir das eigentlich schon? Nö, oder? Nur Wegpunkt, keine Ampeln. Das ist ein Verkehrsspiegel. Da muss man auf den Verkehr schauen, liebe Entwickler. Ist egal, ob es noch nicht aussieht wie eine Ampel, eine elektrische Lampe. Ampel. Aber, ja. Man braucht doch so etwas, damit die Züge nicht immer an den Stationen warten. Die können hier hin und dann können sie gleich weiterfahren. Und müssen nicht warten, bis endlich mal Straßenfahrzeuge aus dem Weg sind und so. Das ist halt schon wichtig. Ja, die Einnahmen sind jetzt einfach wegen dem Bau so hoch. Im Minus. Jo. Wie viel Einnahmen? 7.892, okay. Ach, sieht schön aus. Ich habe tropisch genommen. Aber mit wenig Wasser. Ich bin nicht so ein Wasserfan. Es ist schon eine Herausforderung natürlich, wenn man viel Wasser hat. Aber sieht auch schön aus, wenn man so in einem richtigen großen Gebiet ohne viel Wasser ist. Das Meer haben wir ja da drüben. Zum Beispiel hier haben wir noch ein bisschen Meer. Und hier. Oder es kann auch ein See sein. Und hier. Es ist schon genug Wasser. Man kann nicht weniger Wasser nehmen.
Ja, liebe Entwickler, auch noch anpassen, bitte. Und ja, werden dann weiterschauen, wenn ja, Trollhagen ein bisschen gewachsen ist, ich auch ein bisschen mehr Finanzen habe. Okay, und ich tue die Straßenfahrzeuge noch ersetzen, wenn ich genug Geld habe. Ja. Also dann bis zum nächsten Angespielt von Transport Fever 2. Tschüss.